Dann möchte ich jetzt den nächsten Lightning Talk von Julian Psotter ankündigen, der neue Funktionen für die Open Root Engine API vorstellt, und zwar, wie kann man die nutzen, wenn man bestimmte Länder total umgehen will. Jo, guten Morgen. Richtig, ich stelle euch heute ein bisschen den Open Root Service vor, kurz ORS. Mein Name ist Julian, ich bin Teil des Teams dahinter und kurz ein paar Daten zu uns. Wir sind ca. 2008 gegründet worden, sind mittlerweile Teil des HiGet in Heidelberg. Wir bieten eine freie API zum Routing an mit den folgenden Elementen: Routing, Geocoding, Isochrones und Matrix-Abfragen. Alles, was wir tun, basiert auf freien Geodaten. Und alles, was wir an Code produzieren, ist natürlich auch Open Source. Dementsprechend kann genutzt werden, runtergeladen werden, unser Frontend sowie unser Backend. Genau. Ich habe eine kleine Live-Präsentation vorbereitet, wo wir hoffen, dass die funktioniert. Wunderbar. So. Alles klar, es gibt jetzt ein bisschen Code. War nicht erschreckend, das ist Python. Okay. Ist jetzt ein bisschen viel, deswegen hebe ich den wichtigsten Teil heraus. Als allererstes schauen wir uns einmal an, wie wir eine Isochrone berechnen mit unserer API. Die Abfrage ist im Endeffekt relativ einfach. Nachdem wir oben die Imports gemacht haben, können wir hier die Intervalle spezifizieren, 612 von 1800 Sekunden, das heißt 10, 20 und 30 Minuten. Und zwar mit dem neuen Attribut Total Pop. Das ist ein neues Feature, was wir eingebaut haben. Wir können uns mal angucken, wie das im Endeffekt aussieht. Irgendwie ist ein bisschen was durcheinander, aber auch kein Problem. So, wunderbar, hat schön geklappt. Das hier ist ein Beispiel Berlin. Wir haben hier unsere Einzugsbereiche, was wir innerhalb von 10, 20 und 30 Minuten erreichen können mit einer relativ simplen Abfrage. Und wenn wir es jetzt angucken, werden uns dazu geliefert noch die Einwohnerzahlen, einmal 641.000, dann 2,2 Millionen und 3,6 Millionen. Die Daten basieren auf dem Human Settlement Project der EU und sind relativ genau weltweit aufgelöst mit 250 mal 250 Meter Daten. Genau, jetzt kommen wir zu dem, was auch im Titel ein bisschen angesprochen wurde. Wir können mittlerweile mit unserer Routing Engine Grenzen vermeiden, das heißt ganze Länder umschiffen. Dementsprechend werden wir jetzt in diesem Beispiel mal mit unserem Profil für Schwergewichttransporte, also LKW, von Freiburg nach Mailand routen. Das hier ist die ganz normale Route. Wir sehen hier schon, die Abfrage ist wieder hier. Das geht direkt an unsere API und kommt als GeoJSON wieder zurück. Und genau, gucken wir uns das mal einmal an. Die direkte Route von Freiburg nach Mailand. Super easy. Aus wirtschaftlichen Gründen möchte ich jetzt aber die Schweiz und Österreich umfahren. Das geht relativ einfach mit einer Option, Avoid Countries, 1193. Die 11 steht für Österreich und die 193 für die Schweiz. Die Codierung kann man auf GitHub einsehen, die ist auch recht zugänglich dargestellt. Wir sehen hier wieder mit unserem Profil Driving HGW für Schwergewichttransporte und damit ist es auch schon fertig. Das gucken wir uns einmal an. Wunderbar, hat richtig gut funktioniert. Wir umschiffen direkt die Schweiz und Österreich mit einem ziemlich simplen Befehl. Jetzt noch eine kleine Spielerei, weil ja nicht immer alles nur um wirtschaftliche Aspekte geht. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen die Seidenstraße, die war öfter mal im Gespräch, in den Nachrichten, die letzten Jahre. Und da gibt es natürlich auch eine historische Komponente mit recht schönen und wertvollen Kulturgütern auf der Route von Europa nach Asien oder umgekehrt. Und wir probieren es mal aus, in einem Schlag von Kairo nach Hangzhou in Ostchina zu reisen. Und das mit der Open Root Service Engine. Ich habe die Daten natürlich mal ein bisschen vorbereitet. Ich gehe kurz raus aus der Präsentation. Genau. Das sind die Koordinaten. Theoretisch hätte ich nicht mal die Längen und Breiten gerade heraussuchen müssen. Wir könnten die quasi direkt über den Geocoding Service abfragen. Habe ich aber der Übersichtshalber mal einmal dargestellt. So, dann können wir es jetzt mal angucken. Theoretisch sollte die Route von Kairo hier ungefähr einmal komplett hier rüber bis nach Hangzhou reichen. Das probieren wir jetzt einmal aus. Wir hoffen, dass das klappt. Wunderbar. 33 Routen innerhalb weniger Sekunden berechnet und
eine ziemlich große JSON-Datei, aus der habe ich direkt mal ausgelesen, wie lang die ist. 11.480 Kilometer in wenigen Sekunden mit einer Gesamtfahrtdauer von 6 Tagen. Genau. Es braucht einen kurzen Moment, weil die Datei wirklich groß ist. Wunderbar, wir sehen schon, hat richtig schön geklappt. Der nächste Urlaub ist damit ein bisschen sicher. Das war es auch schon von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Interesse wecken können für den Open Root Service. Es gibt noch viel mehr Features. Ihr könnt uns gerne auf unserer Website besuchen, openrootservice.org, auf GitHub. Ihr könnt mir auch direkt eine Mail schreiben, wenn ihr Interesse oder Fragen habt oder Kontakt sucht. Ja, vielen herzlichen Dank.